Der Barkeeper ist cool. Okay, aber hier ist kein Revierkraut. Lilly lauschte, ob sie auch Stimmen im Feuer hörte. Du weißt, was du zu tun hast, Lilly. Alles muss brennen. Alles. Aber da waren keine. Zumindest keine, die sie noch nicht kannte. Willkommen in der RTL, in Limgen und in Spongo. Vielen Dank fürs Subscriben. Und ich habe eine Ahnung. Ich glaube, kann das sein, dass wir das Feuer ausmachen mit dem Neondrink? Ich gehe jetzt mal in die Bar rein und lass mir erstmal diesen Neondrink mixen. Edna bricht da. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge, es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Geil. Nice. Ist das eigentlich derselbe Barkeeper aus Edna bricht aus, aber ja auch so ein Barkeeper-Gedönse. Ich schätze es einfach mal, wir gehen damit zum Feuer und schütten den Scheiß in den Feuer. Was anderes fällt mir jetzt in der Tat nicht ein. Ah, ich darf nicht mit Feuer spielen. Bla 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 bla. Muss ich jetzt umstellen. Ja. So, hier Feuer machen. Und Feuer. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie gleich all ihre Sachen in Brand stecken musste. Sie sparte sich diese Option lieber für die... Okay, bla bla. Neon Drink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Was? Oh, hallo Kleine, was hast du denn da? Ist das etwa... Was? Warte mal. Miranja war beschäftigt. Schade. Oh, was ist da? Warte. Mir schon. Ich kann ja nicht trinken. Wie? Aber was hatten wir noch? Polizei, den Hinterhof. Ja, da bringen uns ja alle nichts hier. Gitterfenster. Das Ding ist jetzt, sie muss irgendwie betrunken werden. Das heißt, sie muss irgendein alkoholischen Getränk. Aber dieses komische Kraut. Oder, warte mal, zum Wegweiser. Wir können ja hier, ach, stimmt. Dorf, Brücke, Moorsee. Wir gehen mal erstmal zur Brücke. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moorsees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleichzutun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Dann dieser absurde Plan mit dem LOL, das fällt mir ja jetzt erst auf. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Ja, offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Mir fällt gerade zum ersten Mal auf, also jetzt, ich habe gerade so das überhaupt nicht gerafft, ne? Ich so, ja, guck mal da, der Friedhof aus dem ersten Teil. Aber man sieht die ganze Zeit im Hintergrund so ein Haus auf dem Berg. Das ist doch dann die Irrenanstalt. LOL! LOL! Ja, Schnellmerkermasel. Hey, ach komm, ihr seid doof. So, gibt's hier dieses komische Kraut? An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte.
Willkommen in der RCR, Kanal und Sprung, vielen Dank fürs Subscriben. Da freut sich ja nicht diese Jessica. Okay, also hier ist irgendwo ein Revierkraut und da gehen dann die... Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich ist schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Säbelzahnwildschweine, ja gut. An der Futter Lilly hätte aber sie... Okay. Dann gehen wir mal zum Moorsee. Going to the Nebelsee! Going to the Nebelsee! Versteck! Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Bla bla, ich höre nicht auf euch. Ich hab mir nichts zu sagen. Lappen rein da. Oh, ich hab ja noch gar nicht. Stimmt, das ist halt der. Alkohol trinken, lügen, gefährlich. Ah, hier. Also, ich muss erst Alkohol trinken und lügen. Okay. Naja, gut. Nee. Das kann ich auch erst machen, wenn der Tag gekommen ist. Okay. Die Base. Oh. Origin ist aufgeploppt. Wegweiser, Hinterhof, Friedhof. Ja, scheiße. Warte, ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Das hätte ich mir denken können. Ach scheiße, Luftpumpe, Feuer, ich habe keine Ahnung mehr. Ja, Harvey, ich weiß. Das muss ich jetzt. Nur weil Lilly. Nur weil sie. Nur sie spart. Sie spart. Nur sie spart. Nur sie spart. Alter, was mache ich denn jetzt damit, ey? Ich raff es nicht. Neon Drink. Damit kann man immer zum Leuchten bringen. Ja, vielleicht müssen wir die Ficker da ablenken. An der Brücke. Aber hast du das Schild? Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Du sollst erben. Okay, da muss ich jetzt aber nur hier. So, vielleicht war das ja schon. Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. Schnell weg. Okay, ich denke mal, wenn ich jetzt weggehe und wiederkomme, sind die tot. Hui! Und da ist Revierkraut. Easy. Ja gut, easy ist was anderes. Warte. Nein, das hat man gesehen. Okay, mach nochmal. Gut. Bitte, mit der HW, danke. So, jetzt geht's los. Hier, jetzt gib mir das. Da, gib mir das. Volcano Berserker! Volcano Berserker kommt sofort. Aber Vorsicht, da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. Ja, jetzt darf ich keinen Alkohol trinken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Haha, haha, was für lustige Beißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Die reiße ich dir jetzt raus. Wollknäuel. Das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Aha. Hypnose. Wuhu. Boogie. Boogie. Nee.
im Spiel. Oh, das sind Hündchen. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Mayonnaiseglas. Kaffee. Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, ob man als Kind Kaffee trinken sollte, aber es gab keinen Blocker, also war das wohl okay. Passt schon. Oh, jetzt trinkt sie den. Oh, wie niedlich das aussieht. Oh. Oh. Erstaunlich. Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. Habe ich jetzt Mayonnaiseglas? Nee, fuck. Aber jetzt müssen wir halt einfach nochmal. Okay, also das kann. Das heißt, wir können mit dem Dingsbums da mit dem Kaffee die Scheiße abbrechen. Gut zu wissen, das muss man auch erst mal, ne? Das, alles gut. So. Wir haben hier noch einen Sektkübel. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Schön. Also wenn wir die Mayonnaise da in den Sektkübel würde sie sich tun? Länger halten als in der Sonne. Aber Lilly wusste auch, dass nichts ewig hielt. Wozu also die Mühe? Auch wieder wahr. Hallo. Hey, guck mal, das hässliche Mädchen will mitspielen. Dann wollen wir ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Miau. Mayonnaise. All Was in. Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch. Ja. Oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Das, den will ich haben. Bitte. Okay, dann gehen wir mal raus. Das ist eine Cash-Cow und die Cash-Cow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Hallo. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Okay. Weg zur Mine. Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Ja, aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Oh je. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte ja, alles klar. Bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnt es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Wendigo. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Doch, doch, doch. Ja. Viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Okay, Schamane. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Okay, tschüss. Hinterhof. Da ist er doch. Nee, was ist das für ein Clown? Der Quacksalber. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften. Alter, wie die einfach aussehen. Medizin. Junge, ey. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie okay. Und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix.
dem exklusiven Wunder Allheilmittel auf Alkoholbasis. Jawollo, schmeckt rein damit. Hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Aha. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkofix-Probe aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Verdammt. Okay, tschüss. Wir müssen den blöden Schamanen hier. Hier ist der Sheriff. Die Tür war fest verschlossen. Ja, das gibt es doch nicht. Oh. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Ich war gestern Abend sehr besoffen. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Wir spielen weiter. Indianerfriedhof. Wo ist denn dieser Schamane, verdammt? Das sind lustige Leute mit Schnurrbärten, aber... Huch! Bist du das, Kleine? LOL! Was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... LOL! Du sollst nicht lügen. Okay. Ach, muss ich die irgendwie verarschen? Dass ich ein Geist bin? Inventar, Mayonnaise. Huch, sag mal. Wenn ich jetzt Nein sage. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich hab hier noch ein... Ach, toll. Okay, ich muss also irgendwie... Alter, oh. Prärie. Geier, hi. Ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst. Alter. Mal einen Salat. Weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen. Schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich wieder allein mit meinem knurrenden Magen. Ja. Ich finde, die Charaktere, die am wenigsten bringen, die reden am längsten. Das ist echt, ja. Sonnur. Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Okay. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Okay, vielleicht ist der Typ ja jetzt wieder da, weil er denkt, die Sonne ist runtergegangen. Nee. Oder der Sheriff ist wieder da. Die Tür war fest. Ja, schön.
Nee, ich bin immer noch nicht krank. Kann ich irgendwie die Mayonnaise essen? Nee. Was ist, wenn wir die Mayonnaise hier mit irgendwie den Geier geben oder so? Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Ja, kenne ich. Lol, what?